Auch an Bundestrainer Gislason ist die bisherige EM nicht spurlos vorbeigegangen. Zum Abschluss gegen Russland will man sich dennoch mit einem positiven Gefühl verabschieden. Deutschland in den schwarzen Trikots. Patrick Zieka, das 3:2, temporeicher Beginn, allen voran vom DHB-Team. Aufs Halbfinale hat Deutschland keine Chance mehr. Dennoch nach 3 Niederlagen in der Hauptrunde wollen sie das Turnier mit einem Sieg beenden. Das hat gerade Paul Drucks im Vorfeld noch mal klargestellt. Er der Torschütze, erste 2 Tore Führung. Russland stellt eine kompakte Abwehr, die sind körperlich robust. Da braucht es Bewegung und mal was Überraschendes, wie dieses Kemper-Tor. Klasse Zuspiel von Weber, klasse auch der Abschluss von Reichmann. Wozu die Russen in der Lage sind, haben sie in der Vorrunde gezeigt. Norwegen geschlagen, einer der treffsichersten im Turnier ist er, Schitnikow. Hier allerdings mit Glück der Wurf abgefälscht, 5:5. Diesmal im deutschen Tor von Beginn an Daniel Reppmann, der weiß zu gefallen. 4 Paraden macht 44% gehaltener Bälle. Stark, stark auch, wie das DHB-Team weiter marschiert. Weber für Wiede, 8:5, erste 3 Tore Führung Deutschland. In den letzten Spielen schlug sich Deutschland aufgrund vieler technischer Fehler im Angriff selbst. Bislang hat man die nötige Sicherheit. Köster 10:6. Köster, einer von nur noch 4 Spielern, die vom ursprünglichen Aufgebot Gislasons dabei sind. Im Optimalfall kann Deutschland das Turnier noch als 7. beenden. Dafür brauchen sie aber zwingend den Erfolg gegen Russland. Doch die investieren jetzt mehr. Kosorotow, der treffsicherste im Team von Velimir Petkovic. Petkovic bestens bekannt aus seiner Trainerzeit in Deutschland. Russland hat jetzt das Momentum. Santalov, Ausgleich 10:10. Der 4-Tore-Vorsprung der Deutschen futsch. Doch zumindest haben sie die Chance, wieder in Führung zu gehen. Mental enorm wichtig, nicht in Rückstand zu geraten. Tolle Übersicht von Weber, Reichmann. Was macht der denn da? Enorme Sprungkraft, starke Wurftäuschung, 13:12. Verlass einmal mehr in dieser Phase auch auf ihn. Johannes Goller, wunderbar in Szene gesetzt von Wiede. Goller, der Dauerbrenner im DHB-Team. In seinem ersten Turnier als Kapitän geht Goller durchweg voran. So auch in diesem Match. Der Ballgewinn, die letzten Sekunden. Reicht das noch? Goller trifft. 16:12. Die Pausenführung. Der Auftakt in den zweiten Durchgang misslingt aber völlig. 2 Tore haben die Russen schon erzielt. Das ist Nummer 3. Gerade mal 1:20 gespielt und die Russen sind schon wieder dran. Da kann man schon mal sauer werden. 7 Meter. Tobias Reichmann. Hat er die Nerven? 2017, sein 4. Tor. Er war schon dabei, als Deutschland 2016 Europameister wurde. Das DHB-Team ist damit wieder in der Spur, die nervöse Anfangsphase abgeschüttelt. Insgesamt das DHB-Team mit 15 Corona-Fällen im Turnierverlauf. Nur 13 Spieler stehen deswegen zur Verfügung. Drucks muss am Kreis aushelfen, verliert den Ball. Einfaches Tor für Russland. Und sie haben jetzt sogar die Chance auszugleichen. Kosorotow mit seinem bereits 7. Treffer, 21:21. Russland gleicht erstmals seit dem 12:12 aus. Deutschland tut sich in dieser Phase im Angriff extrem schwer. Belegen die Zahlen nur 50% Wurfeffektivität. Stutzke ist das egal, 22:21. Das schlechteste Abschneiden der Deutschen war Rang 10 bei der EM 2010. Mit einem Sieg schneiden sie definitiv besser ab. Drucks, das ist zu wenig. Russland schaltet um. Ermakov, der Kreisläufer mit einem Superspiel. 100% Quote, erneut der Ausgleich. Deutschland ist am Zug. David Schmidt, komplett unvorbereitet, Gegenstoß. Santalov 26:25, Russland erstmals überhaupt in Führung, 9 Minuten noch auf der Uhr. Neben den eigenen Problemen kriegt Deutschland wie hier fälschlicherweise mehrmals keinen 7 Meter, sondern nur den Freiwurf. Crunchtime. Sie brauchen jetzt das Tor. Wiebe, Weber, puh, Ausgleich Deutschland, 2 Minuten noch. Und Deutschland hat den letzten Angriff, agiert in Überzahl, hat die Chance also auf den Sieg. Wer geht voran? Der Kemper-Trick. Sieger, das ist das entscheidende Tor. Mit ganz viel Mut gespielt. Deutschland demonstriert einmal mehr diesen unglaublichen Teamgeist, schlägt Russland 30:29 und beendet die EM mit einem Erfolgserlebnis.